Zwischen dem 9. November 1938 und dem 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung, vergingen noch unfassbare 2381 Tage, bis die Menschen, die auf der Vernichtungsagenda der Faschisten standen, endlich befreit und gerettet werden. Deshalb hätte ich umso lieber Marianne Wilke, Landessprecherin der VVN Schleswig-Holstein, begrüßt. Sie hat nämlich diese 2381 Tage als Verfolgte in Hamburg überlebt. In der Zeit nach der Pogromnacht eskalierte die Verfolgung jüdischer Bürger durch die Staatsmacht. Juden waren von fast jeder Form des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Sie wurden Zug um Zug ihres Vermögens beraubt und gezwungen, ihren Grundbesitz zu verkaufen. Jüdische Kinder wurden vom Besuch allgemeinbildender Schulen ausgeschlossen. Sie durften nur noch jüdische Schulen besuchen. Am 30. Juni 1942 wurde die Beschulung jüdischer Kinder ganz eingestellt. Die jüdische Mädchenschule Karolinenstraße wurde geschlossen. Die den Bornplatz benachbarte Talmud-Tora-Schule wurde später im Frühjahr 1940 geschlossen. Spätestens im Frühjahr 1940 geschlossen. Heute, am 76. Jahrestag der Reichspogromnacht, erklären wir in aller Entschiedenheit: Es gibt überhaupt keinen Anlass, keinen Grund, das Gedenken an die Shoah zu irgendeinem Zeitpunkt langsam ausklingen zu lassen. Möglicherweise, weil ihre Überlebenden immer weniger werden. Wir haben hier in Hamburg und anderswo durch die Shoah Generationen von Freunden, Nachbarn, Kollegen und Mitschülern verloren. Gerade dem Volk, das die Shoah verursachte, sind durch den Verlust dieser Menschen unschließbare Wunden geschlagen worden. Das wollen wir nie vergessen. Steffi Wittenberg, Organisatorin dieser Mahnwache, heute 88 Jahre alt, hat zu unser aller Glück im Exil überlebt. Was täten wir ohne sie? Sie hatte mit ihrer Familie 1939 in Uruguay, einem kleinen, bettelarmen Land in Lateinamerika, Asyl erhalten. Aber während wir hier stehen, machen sich tausende Menschen auf den Weg in die reichen Länder der Europäischen Gemeinschaft, um Hunger, Krieg und Verfolgung zu entkommen. Viele von ihnen ertrinken oder zerschellen an den Mauern der Festung Europa, weil uns hier drinnen durch einen gigantischen Logistikstab suggeriert wird, ihre Aufnahme würde für uns Entbehrungen verursachen. Dabei ist ihr Überleben für die Solidargemeinschaft Menschheit und natürlich auch für ihre Herkunftsländer genauso unverzichtbar wie das von Steffi. Auf Steffis besonderen Wunsch erinnere ich nicht nur an die Verbrechen des NSU, die einem bestens ausgerüsteten Sicherheitsapparat unglaubliche 15 Jahre entgehen konnten, sondern auch an die Zustände innerhalb dieses Sicherheitsapparates. Gegründet von Beamten des Nazi-Regimes haben eben zusammen mit deren Systematik, die sie über viele Jahrzehnte ungehindert ihren Nachfolgern beibringen konnten, auch ihre inhaltliche Ausrichtung überlebt. Der Feind ist links und rechts befindet sich ein gigantischer blinder Fleck. Steffi hat recht, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Als nächstes spricht zu uns Bertolt Bose, Landesleiter von Verdi, Landesbezirk Hamburg.